Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir wurde gesagt, Sie haben alle Hunger. Ich versuche deswegen die 85 Charts in 10 Minuten zu präsentieren. Es können Nachfragen gestellt werden im Anschluss in der Mittagspause und ich glaube, die Präsentation gibt es danach auch irgendwo im Download, wenn irgendjemand verloren geht unterwegs. Wer bin ich und warum kann ich das, worüber ich jetzt mit Ihnen rede? Wir machen das wie bei dem beliebten Ratespiel im Fernsehen. Machen Sie was mit Medien? Ja. Ressourcenmangel ist eine Agentur, die unter anderem den grünen Bundestagswahlkampf digital macht seit 2009 und für verschiedene Ministerien auf Landes- und Bundesebene arbeitet. Wir machen ganz viel mit Internet, ja, machen wir, aber eben nicht nur in der Politik, sondern auch für Verbände und Unternehmen. Wir machen viel mit Google, nicht weniger mit Google Plus, mehr mit den Marketingkanälen, die Google so zur Verfügung stellt. Wir machen noch nichts mit Bild Plus, das große neue Hype-Thema. Wir werden mal sehen, wie sich diese Paid-Content-Schiene auch in der politischen Kommunikation in den nächsten Jahren bemerkbar macht oder ob es auch völlig egal ist. Und twittern Sie selbst, weil Social Media ist das Thema. Ich besitze 3 Twitter-Accounts, benutze sie sehr unregelmäßig. Ich bin ein typischer Konsument. Also ich folge sehr vielen und lese und amüsiere mich. Was aber auch ausreicht, wie ich finde. Man muss ja nicht, außer bei solchen Vorträgen, andere zu viel an den hohen Intelligenzglanzleistungen teilhaben lassen. Auf dem ersten Chart stand, ich möchte nicht an meinen Worten gemessen werden. Ich möchte nicht an meinen Worten gemessen werden, ist ein Zitat. Heute Vormittag fiel schon mal sein Name, nämlich ein Social Media Manager einer großen deutschen Partei hat gesagt, ich gehe vor dem Wahlabend nicht auf irgendwelche Podien und rede über meine Digitalstrategie. Es könnte sich herausstellen, dass sie gar nicht funktioniert hat. Und dass man sich daran erinnert, dass ich sie mit großen Worten angekündigt habe. Das Zitat habe ich mir eigen gemacht für heute. Ich möchte nicht an meinen Worten gemessen werden. Betrachten Sie das als teilweise ironische Zuspitzung der Realität. Ich bin sicher, bei der einen oder anderen Folie gibt es ganz stark andere Meinungen hier im Saal. Die erste Meinung, die ich vertrete, der Autor dieses Textes hat recht. Gesumse unter der Berliner Politik, Käseglocke. Ich glaube, Ende der vergangenen Woche oder Mitte der vergangenen Woche erschien in der Süddeutschen und auf süddeutsche.de, das wurde hier am Beispiel der SPD dargestellt, dass der Politikbetrieb sich sehr mit sich selbst beschäftigt, vor allen Dingen in der Kommunikation. Diese Theorie vertrete ich auch. Ich vertrete sie vor allen Dingen auch zugespitzt in einem anderen Sachverhalt. Ich habe das gestern Abend mal in meinem Facebook-Profil gepostet, um zu gucken, wie so die Redaktionen ausfallen. Und das ist auch ein schönes Beispiel für, vielleicht, ich kann das posten. Ich weiß nicht, ob ein Spitzenpolitiker diese Zeile inhaltlich so posten könnte. Morgen rede ich wieder mal über Kofraphagie. Wer Kofraphagie nicht kennt, das ist ein Begriff aus dem Tierreich. Vielleicht lesen Sie es. Das sind Tiere, die ihren eigenen Kot essen oder den Kot ihrer Artgenossen. Also eine, sagen wir, ein Auswurfkreislauf. Jemand sagt etwas, ein anderer keut es wieder, scheidet es in Form neuer verbaler Beiträge aus und so dreht sich das im Kreis. Eine große Selbstbeschäftigung. Und so ist es ganz oft in der politischen Kommunikation, vor allen Dingen in sozialen Netzwerken. Man beschäftigt sich vor allen Dingen mit sich selbst. Weniger mit den Bürgern, weniger mit den potenziellen Wählern, sondern mit sich selbst. Das Schöne ist, ich war zu langsam, ich hatte schon nach 30 Sekunden den ersten Like, lustigerweise auch von jemandem, der in einer Partei politische Kommunikation macht und sofort wusste, was ich damit meine. Es hat sich dann über den Abend, ich habe gestern Abend erst die Präsentation gemacht, weil ich zum Aufschieben neige, eine sehr interessante Diskussion mit verschiedenen anderen im Politikbetrieb Beschäftigten, die alle sagten, es stimmt, ist doch irgendwie so manchmal. Und das Ganze gipfelt in etwas, was wir technologisch diskutieren seit einem Jahr, die sogenannte Filterbubble, die noch zu einem ganz anderen tollen Effekt führen. Man beschäftigt sich nicht mal mehr mit der Meinungsäußerung im gesamten politischen Spektrum, sondern eigentlich nur noch in seinem eigenen politischen Spektrum. Weil man sieht ja, weil die Technik das so will, auch nur noch das, was Menschen sagen, die man mag. Und so gibt es viele Sozialdemokraten, die wirklich glauben, in ihrer Filterbubble, so sieht's aus. Weil es wird ja nur positiv gesprochen, ist ja alles gut. Oder so gab es auch bei den letzten Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten eine große Filterbubble bei Republikanern, die ganz verwundert waren am Wahlabend, warum jetzt Obama wieder
Präsident geworden ist. Das sah doch in ihrer Umwelt ganz, 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 ganz anders aus. Und so ist es. Wir haben die Social Media, wir haben diese Zuspitzung der Social Media mit sich selbst beschäftigen und wir haben das dann nochmal übertragen, noch ein bisschen spitzer durch die Filterbubble. Über das Phänomen können wir uns vielleicht in der Pause nochmal unterhalten, noch spezifisch auf nur die Themen, von denen die Maschinen glauben, dass sie wichtig für mich sind. Ich habe mit vielen Freunden und Kollegen gesprochen, was sind denn so Do's und Don'ts in der Politik? Gibt es denn schöne Beispiele? Wer fällt denn immer besonders auf, positiv wie negativ? Wir haben dann intern abgestimmt, 20 Teilnehmer, unsere Favoritin in diesem Jahr, fast uneinholbar auf Platz 1, weil das kann man nicht mehr toppen. So viel können im Umgang mit diesem Medium thematisch Ort, Zeit, Raum, alles richtig. Ein ganz klares, je nachdem, wie man es möchte, je nachdem, wie man rezipiert werden möchte in der Öffentlichkeit, macht man es so wie die gute Frau oder eben anders. Auf der Liste so könnte man es wirklich richtig, richtig gut machen, taucht lustigerweise jemand auf, der gar nicht bundespolitisch aktiv ist, sondern eigentlich nur Bürgermeister einer kleinen, beschaulichen Stadt, in der eigentlich nur Besserverdienende wohnen, Boris Palmer. Der fällt jetzt bundespolitisch auch immer mal wieder auf, weil er andere Sachen sagt als sein Bundesvorstand oder auch mal Beschlüsse von Bundesparteitagen für nicht so richtig empfindet und es auch laut sagt. Er fällt aber vor allen Dingen auf, weil er Social Media so praktiziert, wie man es machen soll. Er thematisiert das, was wichtig ist in seiner Stadt, in seiner Gemeinde, im Umfeld und diskutiert die Sachen im Zweifel auch aus mit seinen Bürgern und mit den Followern seines Facebook-Profils. Und das sind sehr, sehr viele und eben nicht nur seine Fans, sondern auch viele, die vielleicht bei der letzten Kommunalwahl ihre Stimme eher einer anderen Partei gegeben haben. Den Kollegen empfehle ich wirklich sehr zum Folgen. Manchmal ist es sogar amüsant und nicht nur richtig. Diese Folie ist irgendwie an die falsche Stelle gerückt. Die hätte vielleicht noch ein Stückchen vorher kommen müssen, als wir über die Filterbubble gesprochen haben. Was ist so gefährlich an dieser Filterbubble? Was ist auch so gefährlich daran, dass wir uns ständig mit unseren eigenen Themen beschäftigen und nicht mit der wirklichen Realität? Wir schaffen es gar nicht mehr mit unseren Themen, die wir in den Social Media beackern, in die echte Realität zu kommen. Diese Membran zwischen Facebook-Profil der Partei und dem Spiegel-Online-Artikel, die wird nämlich immer irgendwie ein bisschen größer und dicker. Weil es wird immer mehr und immer beliebiger und ich muss zu jedem Thema was schreiben. Früher war es schon eine Meldung wert, Politik XY hat jetzt sein Twitter-Profil. Jetzt muss sich der Politiker mindestens so viel einfallen lassen wie Frau Steinbach, um damit mal die Top-Meldung auf Spiegel online zu haben. Also diese Membran und dieses Überlegen, was muss ich denn tun, um überhaupt aus den digitalen Umfeldern, aus den Social-Media-Umfeldern in die echte Realität zu kommen, in die Realität, die sollte man, wenn man über digitale Konzepte und nicht nur Social-Media-Konzepte nachdenkt, immer nochmal überprüfen. Und noch ein Filterbubble-Disclaimer von mir, weil auch ich lebe ja in der Filterbubble, deswegen ist das nicht die Beispiele, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, sicherlich keine abschließende Liste. Wobei ich jetzt bei den Top 10 der Politikerfehler auf Bild.de oder der Westen.de auch keine viel schöneren Sachen gefunden habe als die ich Ihnen jetzt zeige, was vielleicht auch ein Zeichen dafür ist, dass die allermeisten schon ganz gut wissen, was sie machen und nur manchmal Aussätze haben, wenn der Vorabend vielleicht etwas länger war oder die Klimaveränderung zu groß, um das in Deutschland Gelernte dann auch noch in der weiten Welt anwenden zu können. Sie wollen Erfolge feiern? In sozialen Netzwerken, dann unbedingt Finger weg. Und das sage ich pauschal für alle Politikerinnen und Politiker, weil Politiker, Forscher raten, Vorsicht bei Twitter und Facebook. Teufelszeug. Die Meldung ist vom 12. Mai. Die ist nicht von 2007, sondern die ist vom 12. Mai. Und das Schöne ist, da hat jemand diese Bitkom-Studie genommen, wo drin steht, das Internet wird die Wahlen entscheiden und hat den wichtigsten Satz herausdestilliert. Das Internet wird die Wahl nämlich eigentlich gar nicht entscheiden, aber es ist trotzdem ganz gefährlich, mit dem Internet was zu machen. Das ist das Erste. Riesenrisiko. Immer bewusst sein. Das Zweite stammt aus diesem schönen Buch, habe ich erst gestern Abend gefunden. Es ist gar nicht von Gertrud Höhler das Zitat, sondern das auch nur geklaut bei Hans-Joachim Maas. Ich lese es mal vor. Auf keinen Fall darf der Bewerber auf eine politische Machtposition wahrhaftig, ehrlich, internal, offen und persönlich werden. Unsicherheit, Ängste, Ratlosigkeit müssen auf jeden Fall verborgen bleiben. Wenn man diesem Ratschlag folgt, sind soziale Medien genau das richtige Umfeld. Also, weil wenn man sich diese Lebensmaxime so vorhält, dann kann man in den sozialen Netzwerken gut interagieren, weil dann sagt man immer Hauptsätze, das ist so, fragen Sie nicht nach, nein. Also eigentlich, man betreibt politische Kommunikation wie 1982 auf der Bundespressekonferenz. Das ist dieses Zitat.
Do's und Don'ts. Ich habe auch so ein paar Tipps immer wieder versteckt. Pro-Tipp 0,5. Zitieren Sie sauber in sozialen Netzwerken, sonst gibt's Haue. Deswegen habe ich beide Urheber eben genannt, sowohl Frau Höhler als auch den eigenen Sozialforscher, der dahinter steckt. Das sollten Sie auch allen Kollegen und Mitarbeitern sagen, die vielleicht für Sie in ihrer Abwesenheit ihre Social-Media-Profile pflegen. Zitate sind gut. Zitate helfen. Vor allen Dingen führen sie zu Replies, 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 at Replies. Sie zeugen ja von Respekt, aber man muss schon sagen, woher man es hat. Das ist total schön, weil jetzt kommt eigentlich das Chart, jetzt kommt Frau Steinbach nämlich nochmal. Das ist nämlich meine Platz 1. Herrn Palmer haben wir auf Platz 2. Und jetzt kommen wir zu meinem aktuellen Liebling, Platz 3 von gestern. Die FDP ist wieder da. Ganz großes Format. Da hat der neue Sprecher des Kompetenzteams schon gezeigt, er weiß, wie man mit sozialen Netzwerken umgeht. Er hat nämlich etwas geschaffen, was sich in den klassischen Medien weiterverbreitet. Hat wahrscheinlich nur 5 Sekunden gedauert bei Google, die Bildersuchanfrage danach, das zu publizieren. Herr Kleine wird noch viel Spaß mit den sozialen Netzwerken haben. Und mein zweiter Liebling von gestern, das ist gar nicht aktives Politikerhandeln in sozialen Netzwerken, sondern aktives Politikerhandeln infolge von Veröffentlichungen und sozialen Netzwerken. Seit einem Jahr wird auf Spiegel Online die Geschichte eines höchst depressiven Verbrechers aus Bayern breitgetreten, der von seiner Frau ins Gefängnis geschickt wurde. Haben Sie bestimmt auch schon mal gelesen, hat Stern TV, Spiegel TV, also überall der arme Mann. Über den Wahrheitsgehalt der Geschichte will ich gar nichts sagen, aber eine Professorin twitterte vor einem Besuch der bayerischen Justizministerin, sie würde die bayerische Justizministerin gerne mal fragen, wie sie denn zu diesem Fall steht. Und sie bekam am nächsten Tag Besuch von der bayerischen Polizei. Die beiden Polizisten waren etwas überfordert. Twitter kannten sie nicht, Tweet, schwerer Begriff. Und sie wussten auch gar nicht, was sie machen sollten. Aber sie waren explizit wegen dieses Tweets da. Und ein Anruf bei der örtlichen Pressestelle der Polizei sagte auch, also ich empfehle diesen Artikel wirklich zur Lektüre auf gutjahr.de zu finden. Sie hätten einen Anruf aus dem Justizministerium bekommen, man müsse da mal beobachten. Das sei eine Gefahr für die Veranstaltung. Das ist wunderbar, das hat sehr gut gewirkt. Auch das Interview oder die Interviewpassagen aus dem Interview mit dem Pressesprecher der Polizei, Gold. Wirklich Gold. Super. So, auch ein Klassiker, es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Deswegen sind die Tipps, die sich mit sozialen Netzwerken auskennen, können jetzt aus dem Fenster gucken, nachhören oder mitschreiben. Und für alle anderen empfehle ich nochmal die Lektüre unbedingt dieser beiden Bücher, bekannt wie Ein bunter und im Internet von Herrn Rademacher, da steht jetzt alles nochmal drin, oder Profi-Werbetexter für 29,90 €, da stehen alle Tipps auch nochmal drin, wie schreibe ich schöne Tweets, was muss ich machen, auch die Filme, die er dazu macht, sind super. Aber eigentlich, und das ist ja eine Lektüre, die empfiehlt man, glaube ich, schon den jungen Menschen, bevor sie konfirmiert werden oder zur Jugendweihe zugelassen werden, richtet sich immer noch alles nach diesem großen Standardwerk von Herrn Knigge, der Umgang mit den Menschen. Da steht eigentlich alles drin. Und diese Regeln, die da drin stehen, die gelten vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß, aber übertragen doch immer noch für das, was wir jetzt machen, wenn wir auf sozialen Netzwerken oder im digitalen Umfeld kommunizieren. Ich weiß, Sie haben den Knigge alle gelesen und wahrscheinlich auch schon zum Einschlafen vorgelesen bekommen von Ihren Eltern. Doch die wichtigsten Sachen jetzt nochmal, weil mehr Übungen machen es raus. Wichtigste Sache, einfach mal anfangen mit den sozialen Netzwerken. Nicht lange warten, nicht lange überlegen, testen. Testen, 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 testen. Es kann ja nichts kaputt gehen. Und wie Herr Kleine vorgemacht hat, wenn es schief geht, einfach mal wieder löschen. Kriegt niemand mit. Anfangen ist auf alle Fälle schon mal der erste richtige Schritt. Und dabei ist ganz wichtig, sich vorzustellen, das ist gar nicht Facebook oder die Eingabemaske von Twitter, sondern es ist einfach der lokale Tageszeitungsredakteur. Studienabbrecher, kommt zurück in die Heimat ist jetzt in Lohn und Brot bei der Osnabrücker Zeitung oder bei der Märkischen Oder Zeitung oder bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten, wo auch immer, und spricht mit Ihnen über Ihre politischen Themen. Was würden Sie dem erzählen? Und ist das, was Sie dem erzählen würden, auch das, was Sie auf Ihrem Facebook oder Ihrem Twitter-Profil publizieren würden? Wenn es da schon so eine Schere gibt und Sie sagen, Zeit nachzudenken, dann ist es vielleicht nicht gut, das zu publizieren. Und dann die Frage, soll das morgen so auf der Titelseite im ganzen Wahlkreis stehen?
die Headline, die ich jetzt hier poste, ist das genau das, was ich möchte, dass meine Nachbarn mich morgen darauf ansprechen. Ist das nicht so? Auch schon mal nachdenken und überlegen. Wenn es so ist, gib ihm Zucker. Immer drauf. Zuspitzung. Am besten den Redakteur auch noch mitbeschimpfen, weil das bringt dann richtig Öffentlichkeit. Und wenn nein, dann muss man sich überlegen, wie risikoavers ist man jetzt. Also ist das jetzt ein Testlauf und man guckt, wie es funktioniert. Oder man muss einfach seinen Testosteronhaushalt fragen, was der so hergibt. Bei männlichen Politikern wahrscheinlich in den meisten Fällen das ausschlaggebende Momentum. Wie ist der Testosteronspiegel gerade? Und danach wird entschieden. Gar nicht so schlecht in Sachen Testosteron. Der Kollege Gabriel von der SPD, der aber etwas gemacht hat, was man losgelöst auch von einer inhaltlichen Betrachtung des Tweets, so wenn man sich nach Knigge verhalten würde, auch nicht machen würde, weil keiner von ihnen würde sich am Mittagstisch bei den Schwiegereltern schlecht über das Essen äußern, weil die Folgen wären katastrophal. Ernsthafte Beziehungsprobleme bis hin zu Beendigung von Ehen dergleichen. Gabriel hat trotzdem gemacht, Israel-Reise und mal ein bisschen rumpoltern bei den Gastgebern, live, während der Veranstaltung, in der Gastdelegation, unter Anwesenheit von Botschaftern und allem. Gib ihm. Liest denn niemand, kriegt denn niemand mit? Sie sehen es, hat ja auch nur 1.000 Personen gefallen und nur 286 haben es geliked. Schönes Beispiel von vielleicht 5 Sekunden nachdenken, bevor man irgendwas absendet. Ich glaube, die SPD war nicht glücklich damit. Ein bisschen feinsinniger, aber auch ein bisschen bösartiger. Der Kollege Özdemir von den Grünen, auch gar nicht so alt, ist ein bisschen gemein. Es erwischt jetzt wieder jemanden, der eigentlich sowieso schon wehrlos ist, nämlich unseren Ex-Bundespräsidenten. Und Cem Özdemir fordert jetzt hier auf, den Politikern der CDU auf, doch nicht so viele Rockkonzerte zu besuchen, weil das sei ja gar nicht ihre Musik. Das sei ja eine inhaltliche Anmaßung, das zu übernehmen. Die Debatte unter diesem Facebook-Eintrag von Özdemir ist auch zur Lektüre empfohlen. Man kämpft da nicht unbedingt mit dem Florett, sondern eher mit dem Krummsäbel in der Qualität der Argumentation. Ich habe sehr gelacht, als ich es gelesen habe, weil ich es auch so dachte. Also in der Reihenfolge erst Bild lesen, dann Özdemirs Eintrag lesen und ich frage, schön. Aber für einen Spitzenpolitiker dann doch irgendwie schwierig. Ah, Sie kennen ein Arbeitszeugnis, in dem drinsteht, er war stets bemüht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ein Regierungssprecher, der wirklich bemüht ist und nicht nur so ein bisschen und nicht nur im Rahmen seiner Möglichkeiten und ihm unterlaufen, doch trotzdem mal Fehler. Das ist eigentlich nur der Hinweis, Korrekturlesen ist gut. Ich hoffe, Sie haben den Fehler alle gefunden. Vielleicht ist es auch gar kein Fehler. Ich glaube, nur der Zusammenhang ist ein anderer, um den es hier geht. Für einen Regierungssprecher schon irgendwie ein blöder Fehler. Von der Kollegin habe ich es nicht anders erwartet, dass ihr der Fehler unterläuft. Und sie einen Kollegen autorisiert bei Twitter, der gar nicht ihr Kollege ist, sondern nur ein Fake-Twitter-Profil, weil sie vergessen hat, sich zurückversichern. Wenn ich allen Fake-Politiker-Profilen folge und das groß verkünde, ist es unproblematisch, interessiert niemanden, weil ich habe nur, also ich weiß gar nicht, wie viele Follower ich habe, aber weniger. Als Mitglied der Regierung ist es vielleicht schwierig und man sollte sich mal informieren, was man da macht. Davon gibt es noch ein paar schöne andere Beispiele, auch auf Landesebene. Das ist fast so gut wie Schulhofstreitereien. Nein, ja, nein, ja. Andere auf ihre Fehler aufmerksam machen zwischen Bundestagsabgeordneten, Kollegen. Auch das ist wunderschön. Und aus diesen 3 Beispielen leite ich dann auch schon den echten Pro-Tipp Nummer 1 ab. Aushang für studentische Hilfskräfte zur Pflege der Profile nicht bei den Sportstudenten, sondern bei den Politologen. Das ist bei den Philologen. Politologen sind nur zweitbeste Wahl, weil die haben vielleicht eine eigene Idee, verstehen es und schreiben was gar nicht gemeint ist. Großer, großer Fehler. 3. Zeitlexikon kaufen, gibt es günstig bei eBay, neben den Schreibtischstellen, dass man Schreibweisen nochmal nachschlagen kann. Und auch Obama und Osama, dass man das nochmal untereinander und pauschal am Jahresende 200 Euro an die Wikipedia spenden für die Recherche, die man da immer macht. Und auch für die vielen Links, die man da platziert. Pro-Tipp Nummer 2. Macht der angehende Akademiker dann doch mal einen Fehler? Nehmen Sie es sportlich. Kriegt eh niemand mit? Ja, völlig egal, Sie können es wieder löschen oder Sie lassen es einfach abhängen, weil sich niemand dafür interessiert. Und gestern haben 2 ganz prominente deutsche Medienvertreter gesagt, man muss auch mal Fehler machen auf Facebook. Nämlich die beiden. Und
was will man mehr? Einmal links und einmal rechts. Und das meine ich jetzt nicht politisch, sondern eher, was die Qualität der produzierten Medien angeht. Wenn die sagen, Fehler sind gut, dann finde ich, sollten auch Politiker, egal auf welcher Ebene, schön ab und zu mal Fehler auf Facebook machen. Ist ja auch ein bisschen Infotainment und Entertainment für den Wähler, wenn nicht alles so glatt läuft. Und wir sind doch alle gerne auch mal ein bisschen schadenfroh. Insofern, Fehler müssen gemacht werden. So, jetzt kommt eine ganze Reihe von Profi-Tipps, die ich gar nicht mehr nummeriert habe, weil ich selbst finde, es sind Plattitüden, aber ich wollte, um dem Tagesordnungspunkt gerecht werden, zumindest 3 oder 4 davon nennen. Keine halben Sachen machen. Links posten kann jeder. Also hinschreiben, heute auf Spiegel Online und dann ein Spiegel Online zu posten, ja, schön. Mehrwert, meine Follower bekommen mit, ich habe diesen Artikel gelesen. Gut wäre es, ihm einen Kontext zu geben. Finde ich das gut, finde ich es schlecht, warum poste ich es? Oder erwarte ich von den Nutzern, dass sie meine ganze Timeline lesen, um nachzuvollziehen, warum ich mich für das Wildangeln in Ungarn interessiere? Sie wissen es nicht, warum ich mich dafür interessiere. Können wir in der Mittagspause besprechen. Zweites, immer daran denken, Sie wollen was oder man will was von den Wählern, nämlich Kontakt. Das mit dem Dialog würde ich schon mal in Klammern setzen, weil das mit dem Dialog ist ja nur Simulation. Aber man kann sich zumindest vorher noch mal aufschreiben. Dialog, was heißt denn das? Dialog heißt zum Beispiel antworten. Nicht nur lesen, antworten, nachfragen, auch mal Fragen stellen. Dafür müssen Sie aber das Schild, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, aus dem Buch Die Patin wegschmeißen. Also nachfragen ist ja ein Zeichen von Schwäche. Also müssen Sie sich entscheiden, wollen Sie schwach oder stark wirken. Wenn Sie stark wirken wollen, keinen Dialog. Wenn Sie schwach wirken sollen, machen Sie Dialog. Das kommt gut. Das ist ein schönes Beispiel für, wie ich finde, Stärke und interessanter Ansatz von Dialog. Der SWR hat Zwischenbilanz Grün-Rot Landesregierung in Baden-Württemberg veröffentlichen. Der JU-Kreisverband in Esslingen beschimpft hier die Regierung und den Verkehrsminister. Also sehr schlimm, was ihr da macht. Der Redakteur des Twitter-Profils der Landesregierung antwortet sehr gekonnt, nämlich mit der Statistik. Ich finde eine Hochform des Dialogs, freundliches Abprallen lassen. Das gelingt nicht immer, aber auch das sollte man sich vielleicht einfach zum Ziel machen, eher mit dem Florett fechten und nicht mit dem Krummsäbel. Auf dem nächsten Chart kommt sehr, sehr viel Text. Und als ich hier ankam, sprach mich unten ein Kollege an und sagte, Benjamin, du musst aber auch darauf hinweisen, dass diese Trennung zwischen Internet und der realen Welt, dass die ja gar nicht mehr so da ist und dass das doch alles so ist wie in der realen Welt und wenn man das Internet nicht kann. Und also eine Debatte, die, glaube ich, Online-Begeisterte seit mehreren Jahren führen und das steht auf diesem Chart. Es gibt zwischen dem, was im Internet und in sozialen Netzwerken zu machen ist, keinen großen Unterschied zu dem, was in der realen Welt zu machen ist. Wenn ein Bürger in ein Wahlkreisbüro kommt, wenn ein Bürger in ein Ministerium beim Bürgerbüro anruft, er erwartet eine Aussage. Die muss nicht immer bis ins letzte Detail richtig sein, aber sie muss zumindest den Inhalt tragen, ich habe dir zugehört, ich interessiere mich für das, was du sagst. Ich versuche eine Lösung zu finden oder ich nehme das Problem mit, um an anderer Stelle zu diskutieren. Und wenn das im Wahlkreisbüro so ist, wenn das am Wahlkampfstand in der Fußgängerzone so ist, warum soll es in sozialen Netzwerken anders sein? Und wenn Sie an einem Wahlkreisstand mit dem Hochhalten eines bunten Schildes, auf dem ein politischer Gegner drauf ist und eine Beschimpfungsfloskel daneben steht, nicht in den Dialog mit Menschen kommen, wie soll es dann im Internet funktionieren? Also ich glaube, die Regeln sind weitestgehend gleich. Und der letzte Nachsatz, ich weiß, der ist schwer zu trennen manchmal, wenn man dann schon in der Staatskanzlei sitzt und parallel aber noch für das Twitter-Profil des Ministerpräsidenten zuständig ist, da kann man schon mal durcheinander kommen mit den Kanälen und verwechseln, was ist jetzt für den Parteivorstand und was ist fürs Ministerium. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man immer die gleichen Bilder nimmt. Fällt schon niemandem auf, dass man das eine mit dem anderen vermengt und vermischt. Kommt viel häufiger vor, als man denkt. Müssen Sie mal darauf achten. Und das ist dann eher die Kategorie Schaufenster. Und Schaufenster werden natürlich von Nutzern entlarvt, zumindest von den Aktiven. Und auf die Aktiven kommt es ja an. Und Schaufenster werden auch gerne mal entglast. Und dieses Entglasen ist dann hier kein Akt von tatsächlicher Gewalt, sondern eher von Shitstürmchen oder Shitchenstürmchen. Also, oder vielleicht auch mal ein ausgewachsener Shitstorm, je nachdem, worum es geht. Und das kann man einfach leicht verhindern. Ein schönes Beispiel ist in Hessen,
Da sieht man das Profil des Ministerpräsidenten, das Profil der Landesregierung, das Profil, also es ist überall das gleiche Bild, es steht auch überall der gleiche Text, da wird gar kein Unterschied gemacht, ob da mit den Bürgern oder mit dem Wähler diskutiert wird. Egal. Ist wahrscheinlich auch wirklich eine und dieselbe Person, die das macht, am gleichen Schreibtisch zur gleichen Zeit in einer Abfolge, nämlich immer jeden Morgen Redaktionsplan abarbeiten. Vielleicht gar nicht vorsätzlich, sondern einfach nur wegen zu wenig Mitarbeiter, die dabei helfen und vielleicht auch mangels Bewusstsein, welcher Eindruck entsteht. Und dann gibt es noch zwei Joker-Tipps. Die kann man immer ziehen. Das ist eigentlich das Beste. Die eigenen Erwartungen runterschrauben und die Erwartungen aller anderen auch gleich, was man mit diesen digitalen Kanälen machen kann. Also so Überschriften wie, das soziale Netz gewinnt die nächste Wahl. Also selbst als Agenturinhaber, der davon lebt, muss ich sagen, naja, das alleine nicht. Und das ist schon, ich glaube, der Kollege Langhut von den Grünen hat es vorhin gesagt, man kann Deutschland mit 4 Milliarden Wahlplakaten zukleben, wenn das Thema, was drauf ist, doof ist, interessiert es halt auch echt wirklich niemanden. Und deswegen ist das nächste Thema auch, konzentrieren Sie sich bei all dem, was Sie in sozialen Netzwerken machen, einfach auf die Inhalte. Machen Sie gute Inhalte, machen Sie Dinge, die die Bürger interessieren, hören Sie zu, diskutieren Sie, üben Sie echten Dialog, dann wird das schon funktionieren. Und dann ist es auch nachhaltig, glaubwürdig und wirksam und auch in der Kombination mit allen anderen Kanälen, die man im Wahlkampf so hat, richtig. So, noch 4 Beispiele, ich weiß nicht, einige davon kann man machen, einige andere nicht, das müssen Sie selber wissen. Mal was ganz Neues versuchen im Wahlkampf. Zum Beispiel könnte man mal als Kandidat 10.000 Erstwähler eine persönliche Message auf Facebook schicken. Das wäre doch mal, da hätte man noch Facebook mal richtig benutzt. Man könnte mit der Facebook, könnte auf Facebook rausfinden in seinem Wahlkreis, wo sind denn die 16- oder 18-Jährigen, die ich jetzt ansprechen kann, und kann dann jeden Einzelnen anschreiben. Super, oder? Stellt man sich 10 Praktikanten ein, ist genauso teuer wie mit der Post, aber ist in sozialen Netzwerken. Facebook-Partys, ganz, ganz großes Format, finde ich, sollte man immer weitermachen, und zwar am besten mit seinen Wahlkampfhelfern. Da haben die nämlich auch gute Laune und man hat sie auch mal über soziale Netzwerke interagiert. Sie über soziale Netzwerke anleiten, wie man Straßenwahlkampf macht, ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, danach ordentlich zu feiern auf so einer Facebook-Party. Davon versuche ich noch einen Spitzenkandidaten in diesem Jahr zu überzeugen. Wetten Sie mit Ihren Fans und Followern auf die künftige Wahlsiegerin, auch wenn sie nicht auf der eigenen Partei ist. Ich glaube, das hat auf alle Fälle auch Potenzial, um über diese Membran in die realen Medien zu springen. Das funktioniert nicht nur auf Bundesebene, das kann man auch mal bei lokalen Wahlkämpfen machen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wichtig ist auch, dass man hohe Einsätze verspricht und um echtes Geld wettet. Und das sollte auf alle Fälle auch jeder machen. Ein Social Media Panic Room in jedem Wahlkreis. Da kann sich jeder hinflüchten, der nicht mehr weiter weiß. Und damit meine ich nicht nur die tatsächlich immer mehr auftauchenden Opfer von Stalking und Mobbingversuchen, sondern eher Unternehmen, Organisationen, Verbände, Parteien, die überfordert sind mit dieser digitalen Welt. Die können sich dann da einschließen und sie kriegen nichts mehr mit davon. Ist ein schönes Trainingszweck. Ich bin fast fertig. Letzte Woche hat, glaube ich, die Linkspartei die Kollegen im Bundestag mit so einem Geschäftsordnungstrick so ein bisschen genervt. Dann hat gesagt, wir machen jetzt mal um 23.59 Uhr mal schnell den Hammelsprung und gucken, ob alle da sind. Und stellen mal so fest, ob wir beschlussfähig sind. Braucht man gar nicht machen, viel zu aufwendig. Man beauftragt einfach einen seiner Mandatsträger, auf Twitter mal schön zu pöbeln. Und zwar am besten gegen Leute, die im Plenum sind. Dann löst sich die Veranstaltung von ganz alleine auf und man braucht nicht solche Geschäftsordnungstricks zu machen. Hier, schönes Beispiel, da wird der Kollege Strache ordentlich beschimpft und mit einem Rechtsextremisten verglichen. Ich weiß gar nicht, wie der Autor dazu kommt. Es gab Tumulte im Parlament, die Veranstaltung wurde unterbrochen, glaube ich, für 1,5 Stunden. So kann man heutzutage Politik auch aktiv beeinflussen, konstruktiv. Und wenn Sie dann alles richtig gemacht haben, mit den ganzen Social-Media-Sachen und alle sagen, Sie sind die Beste oder der Beste, dann unbedingt in Siegesrausch verfallen, ganz, ganz wichtig, und schon mal Sachen twittern. Also auch das ganz weit vorne. Und es muss nicht nur die Bundesversammlung sein, sondern es ist auch okay, wenn der Wahlhelfer im Wahlkreis schon um 17.30 Uhr mal das Ergebnis der ersten Auszählung twittert. Weil in der halben Stunde schafft sowieso niemand mehr bis ins Wahllokal und kann das noch irgendwie beeinflussen.
Und mein aller wirklich größter Liebling. Und sie wissen gar nicht, wie viele es tatsächlich tun. Und wie viele Menschen es auch tun, von denen sie niemals denken würden, dass sie es tun würden. Am Wahlabend um 16.30 Uhr ein Ergebnis twittern, was komischerweise ganz, ganz nah an den ersten Hochrechnungen ist. Und keiner weiß, woher die es so genau wussten. Und sie bieten es natürlich in Followern und Lesern tatsächlich als Wette an und tun so, als ob ihre Follower zu blöd wären, zu wissen, woher sie es denn wissen. Die meisten wissen es auch nicht, dass es komische Informationsflüsse manchmal gibt. Und dass es eben nicht zur Veröffentlichung bestimmt ist, dass Exit-Polls von den Meinungsforschungsinstituten veröffentlicht werden vor 18 Uhr. Und dennoch machen es immer einige. Und ich finde in der Tat, das ist jetzt kein Kavaliersdeliktchen, sondern es gehört sich einfach nicht. 18 Uhr ist Ende, vorher kann man sich im Parteivorstand und auf der Wahlparty gegenseitig die Ergebnisse auf seinem Smartphone zeigen. Aber man muss sich nicht in der breiten Öffentlichkeit breitratschen und so eine Beeinflussung vornehmen, die anders vielleicht gar nicht zustande gekommen wäre. Vielen Dank, guten Appetit. Wunderbar, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Minak. Zwei Kleinigkeiten vielleicht doch noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, an welchen Folien der Hashtag Ironie gefehlt hat, aber das muss sich jeder von uns allen, glaube ich, an der Stelle einen Reim drauf machen. Das letzte ist übrigens tatsächlich strafbar, kostet 50.000 Euro, wenn Sie das machen, laut Bundeswahlgesetz. Also ist tatsächlich mehr als ein Kavaliersdelikt, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Eine einzige Frage erlaube ich mir vielleicht doch zu stellen. Sie sind eingestiegen über die Filterbubble, das Gesumse, das sich selbst verdauende System. Die Tipps waren ja aber doch durchaus ernst gemeint, einige davon zumindest am Ende. Wie passt das zusammen jetzt? Ich kann den Widerspruch nicht erkennen. Okay, dann versuche ich es anders. Filterbubble klingt ja ein bisschen so, das ist ein selbstreferenzielles System ohne Relevanz, wenn ich es mal zuspitze. Aber wenn es jetzt doch ernsthaft und Sie haben Boris Palmer als Beispiel genannt, offenkundig gibt es doch Möglichkeiten, in einen ernsthaften Dialog einzutreten oder würden Sie das gänzlich negieren? Und also gibt es doch Wege aus unter der Käseglocke hinaus, so ähnlich wie im Simpsons-Film, dass man dann doch irgendwie oben rausfliegen kann ganz am Ende? Natürlich gibt es die, es gibt ja auch andere schöne US-amerikanische Filme, die sich mit so Filterbubbeln beschäftigen. In dem einen fällt dann irgendwann so ein Scheinwerfer vom Himmel, ich weiß nicht, wie er heißt. Und dann natürlich gibt es die Möglichkeiten, aus der Filterbubble herauszukommen. Und die Filterbubble ist ja vor allen Dingen ein technologisches, sagen wir technologisch-philosophisches Phänomen. Und solange wir alle noch lineare Medien benutzen, also Fernsehen und die Tageszeitung, haben wir auch die Chance, Informationen zu Gesicht zu bekommen, die wir sonst nicht sehen würden. Aber umso wichtiger nochmal dieses Membranthema. Wenn wir uns bei all den Maßnahmen, die wir in digitalen Umfeldern, in sozialen Netzwerken machen, nicht vorher schon überlegen, wie kann man dann aus diesem Sachverhalt etwas machen, was mehr ist, also mehr im Sinne von nachhaltig, langfristig wirkend, ernstzunehmend und dann vielleicht wirklich irgendwann, ich hasse diesen Begriff, viral werdend, oder zumindest einen PR-Effekt einzukalkulieren oder einzuplanen, der es schafft, mal für 4 Stunden der Aufmacher auf Spiegel Online zu sein oder es vielleicht sogar in die Abendnachrichten zu schaffen, dann kann ich es mir auch klemmen. Also aus reinen Effizienzgesichtspunkten. Filterbubble ist eine Effizienzfragestellung. Wenn ich als Politiker, und das sage ich ganz bewusst, als Wahlkreispolitiker oder als Fachpolitiker meine Stakeholder, meine Bürger ernst nehme, dann ist die Filterbubble auch egal, weil dann geht es nicht um die Filterbubble, weil dann kommen die zu mir und sagen, ich möchte mit denen in Dialog treten. Und das ist was anderes. Aber dann rede ich eben nicht, was ja viele immer noch propagieren, auch viele Social-Media-Agenturen, ja, mit Facebook können sie die TV-Werbung abschaffen. Blödsinn. Ich kann mit Facebook nicht die TV-Werbung oder die Abendnachrichten abschaffen. Ich habe einen weiteren Kanal und darum geht es eigentlich. Wunderbar, dann steht Herr Minak jetzt in der Mittagspause bereit, um die von Ihnen vorbereiteten Tweet-Entwürfe zu besprechen. In diesem Sinne wünsche ich guten Appetit und wir sehen uns um 14 Uhr hier wieder. Bis dahin.